Meine Gäste erzählen alles. Meine Gäste sind cool. Meine Gäste verraten Geheimnisse. Und zwar nur mir bei Reuterin schaut hin. Hörst du das, Ramon? Bimmelt das her? Ja, es bimmelt ein bisschen. Klar. Heute an meiner Seite ein Liebespaar. Wir sind ja, ein Liebespaar? Wir sind eigentlich fast Kollegen aus dem Frühstücksfernsehen. Andi Seidel und seine bezaubernde Frau Sina. Entschuldige, Schmidt. Genau. Wie hast du das geschafft, Sina, dass dein Mann, der vorher nicht geheißen hat wie du, nach der Hochzeit so heißt wie du? Was hast du bitte für eine Dominanz in dieser Beziehung? Wie geht das? Ich glaube, das ist ganz einfach. Also grundsätzlich habe ich immer gesagt, diese alten Traditionen sind oft eh lieb und nett, aber eigentlich hatte ich einen Namen und wollte ihn auch gern behalten. Und wir sind doch sehr viele Generationen in meiner Familie. Bei Andreas ist das nicht mehr ganz so, leider. Und zudem kommt, dass ich ja ursprünglich eine Oberösterreicherin bin. Ja. Und wenn du so eine durchzechte Nacht gehabt hast und anständig einen hinter die Binde gekippt hast, dann sagt man in der Früh, boah, du seidelst. Also das war für mich immer total negativ behaftet und ich habe gesagt, ich weiß nicht. Viele haben natürlich gesagt, um Gottes Willen, wie kannst du nur, du bist seit 20 Jahren im Fernsehen mit Seidel und plötzlich heißt du Schmidt, das geht ja gar nicht. Ich habe nicht gemerkt, dass es nicht geht, das ist so wurscht. Aber es verreden sich schon viele, so wie ich auch, oder? Ja, aber es ist mir auch egal. Ja. Also ich sage jetzt, so heiße ich nicht mehr, Quatsch, Blödsinn. Aber es ist mir nicht sonderlich. Genau. Nein, aber ich muss auch sagen, es ist immer ein lustiges Einsteigen in ein Gespräch. Ach so, stimmt. Sicher, wenn sich der Moderator, die Moderatorin schon von Anfang an verspricht, das ist oder total schlecht nett. Vorbereitet. Schlecht vorbereitet. Ja, ist, genau. Das ist ein super Start. Sehr gut, sehr gut. Ja. Ihr seid verheiratet, ihr seid seit ewig Jahren zusammen, ihr habt zwei Kinder. Ihr arbeitet auch gemeinsam und macht immer wieder neue Dinge. Also wie ist das? Habt ihr auch mal richtige Privatzeit als Paar oder ist das immer Job und da noch mal ein Projekt und machen wir das? Ich kann doch nicht sagen, ich arbeite jetzt. Ich arbeite jetzt oder auch nicht. Ich unterhalte mich jetzt gern mit dir. Ja. Also wann fängt der Job an, wann hört er auf? Mhm. Das gibt es bei mir vom Gedanken her eigentlich gar nicht. Mhm. Und insofern geht's. Ich glaube auch wirklich, wenn man das macht, was einem Spaß macht, dann ist das nicht so, ich Job muss jetzt in der Arbeit. Mhm. Ich glaube, das ist bei dir wahrscheinlich sehr ähnlich. Ja. Und von dem her, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe mir das immer gewünscht. Also ich war nicht sicher, ob ich zum Beispiel, weiß ich nicht, mit einem Anwalt verheiratet sein könnte, der mir Dinge erzählt, von denen ich so also überhaupt keine Ahnung habe. Also ich bin jemand, der sagt, wenn das mein Lebensmensch ist und mein Lebenspartner, dann will ich mit dem auch so viel wie möglich Zeit verbringen und nicht 9 to 5 in einer Arbeit sitzen, nach Hause kommen und ihn vielleicht am Abend sehen. Für 2 Stunden. Ja. Und weil ihr seid ja diejenigen, die Ohrringe machen. Weil ich habe die ja bei Guten Morgen Österreich gezeigt, diese Ohrringe. Da, ich glaube, ich habe mehrere getragen. Die habe ich auch getragen. Mhm. Und das hat so einen Hype ausgelöst, weil eigentlich sind das ja ganz normale Ohrringe. So. Und die macht sie aber selber. Also das ist ja das Coole. Das heißt, ist so ein bisschen wie ein neues Business jetzt, dass ihr die selber macht. Sina, das ist ja deine Geschichte auch. Es ist ein bisschen entstanden durch Corona. Ja. Natürlich. Wir haben im Grunde seit vielen Jahren eine Firma gemeinsam. Wir haben auch Angestellte und es ist doch sehr viel eingebrochen, weil wir einfach auch in der Eventbranche unterwegs sind. Wir haben eine Modelagentur, Talents und so. Es war so kurze Zeit natürlich, das, was jetzt keiner gebraucht hat, war irgendwie jemand, der schön vor einer Kamera grinst. Ja. War schwierig und wir sind halt dann so doch ein bisschen die Kreativeren, die sagen, jetzt jeden Tag zu Hause sitzen, Trübsalblasen ist jetzt nicht so mein Ding. Ja. Der kreative Part in der Beziehung generell und auch im Job ist sicher der Andreas. Ja. Also, das muss man sich wirklich so vorstellen, in der Früh kommt sie plötzlich in mein Bürozimmer mit irgendeiner lustigen Zeichnung auf einem Zettel. Und sagt, das hätte sie gerne und ich muss es dann versuchen, grafisch in den Computer zu bringen und dann über den Lasercutter sozusagen das rauszuschneiden und dann sagt sie, na komm mal. Okay, ihr seid jetzt so lange zusammen, ja. Was ist so euer Geheimnis? Weil ihr arbeitet ja auch so viel miteinander, ja. Ich kenne ja viele, die dann auch in Krisen wie Corona dann plötzlich brödelt und alles geht auseinander. Was ist euer Geheimnis so? Das Geheimnis weiß ich nicht, aber ich kann nur eines sagen, jede Krise, die es so im Leben gibt, ob das jetzt eine berufliche Krise ist oder eine Pandemie, vollkommen wurscht, hat uns aus meinem Gefühl her noch weiter zusammengeschweißt. Ich muss auch sagen, unsere Beziehung hat gestartet mit einer Paartherapie. Ja. Also wir waren schon zwei, sehr ehrlich. Was verratst du? Also
Ja, von Gergen und warst gleich in Therapie. Von Anfang an. Quasi. Und jetzt, kein Scherz, ja. Jetzt immer noch? Nein, schon lange nicht mehr. Aber nicht, nein. Schau, das Ding ist, sie war damals 22. Ja. Süß. Ich war 2 Tage älter. Ja, genau. Und ich wollte natürlich schon eine ordentliche, seriöse Beziehung. Mhm. Sie war mit 22 natürlich noch im Party-Modus. Ist sie aber heute noch. Ist sie heute noch, aber heute gemeinsam. Ja. Und da treffen dann 2 Welten aufeinander. Ja? Mhm. Und irgendwie haben wir beide dann gesagt, eigentlich wollen wir das, aber wir haben nicht gewusst, wie. Wie kann das funktionieren, diese 2 Welten? Und da haben wir halt jemanden gebraucht, der in Wahrheit zuhört. Ja, und uns vielleicht den einen oder anderen Tipp gibt, weil machen muss man es ja dann eh selber. Mhm. Ja, irgendwie einmal Gewitter gibt, dann weiß man und freut sich schon auf den nächsten Sommerschein. Schön gesagt. Das hast du sehr schön gesagt. Sehr philosophisch. Ja, sehr schön. Er ist auch der Romantiker, das merkt man, oder? Bei uns. Und ich habe einen anderen Beruf, wie du weißt, im Frühstücksfernsehen. Und das heißt, da stehe ich um 3 in der Früh auf, da schlaft sie noch. Ja? Und wenn ich dann um 10, 11 ins Büro komme, ist sie gerade mal munter. Also insofern kriegt sie ja gar nicht mit, dass ich wirklich arbeite, einen anderen Job auch noch habe. Insofern ist es ja wirklich quasi 24/7. Ja, es ist eigentlich eh lustig. Ja? Du, und wie ist das mit Outfit und so bei euch? Ich meine, vom Look, ihr schaut jetzt. Ich komme von der Arbeit, wie du merkst. Wenn Paare so lang zusammen sind, dann schaut man dann irgendwann so ein bisschen gleich aus, finde ich. Als ob man im Partnerlook ist. Ihr heute nicht. Lustigerweise sind wir das normalerweise oft, total oft, nämlich sogar in Kombi mit den Kindern. Wirklich? Weil ich weiß nicht, entschuldige, ich liebe sowas. Schwarze Schuhe, ja. Brillen, ja, voll ähnlich, oder? Eigentlich schauen wir total aber gleich heute aus. Nichts, aber ich kenne euch auch sonst, ihr schaut manchmal wirklich sehr ähnlich aus. Ja? Aber ich glaube, das habe ich immer schon gehabt. Ich mag das einfach. Du, wie ist das? Gibt es bei euch was, was ihr immer habt, bei du auch beim Frühstücksfernsehen? Wo, wie so ein Glücksbringer auch, vielleicht sagst du immer die rote Unterhose oder die grünen Socken. Immer die gleiche rote Unterhose. Immer die gleiche rote Unterhose. Ich habe 200 Sendungen im Jahr. Ach, immer die gleiche rote Unterhose. Vielen Dank, dass ihr da wart. Ich danke für die Einladung. Ich bin echt erleichtert, weil für mich fällt jetzt viel Arbeit ab, weil die nicht alle mich immer anschauen, sondern euch direkt. Ja. Liebe Promis, es wird nicht schlimm, aber Reuterin schaut hin.